Bei starken Musterungen im Kleid, da bin ich dann mal weg. Denn meine persönliche Wirkung schrumpft quasi auf null. Und das trotz meiner präsenten Körperlänge. Zum Glück bin ich da aber nicht alleine und noch besser. Es gibt einfach genug andere tolle Alternativen, von denen ich dir drei vorstelle. Zwei davon habe ich selbst und ein ähnliches habe ich heute an. Variante Nummer 1, das sportive Hemdblusenkleid. Hemdblusenkleider sind echte Klassiker. Das heißt, wenn du davon eins im Schrank hast, ist das zeitlos und ganz vielseitig einzusetzen. Meine Kollegin Moni hat zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel hier. Geschnitten wie eine Bluse im Oberteil samt Kragen, das erzeugt einen klassischen Touch, sieht aber auch sportiv aus und wirkt ja so ein bisschen wie eine Bluse auch. Die zusätzlich feminine Wirkung kommt noch durch den leichten und lockeren Fall des Materials sowie durch die helle, frische Farbe. Ohne Kontrast ist es Moni aber zu langweilig und sie mag es auch gerne etwas körpernahe tragen und deshalb kommt jetzt dieser Bindegürtel aus bereits getragenen Krawatten hinzu. Richtig coole Variante. Die passenden Ohrringe vervollständigen natürlich dann noch die Farbwirkung. Und letztendlich lassen sich diese Art von zeitlosen Kleidern allein durch wechselnde Accessoires in neue Looks umwandeln. Roter Gürtel plus rote Tasche und Schuhe vielleicht. Oder wenn du gelb magst oder mit Musterung arbeiten magst im kleinen Bereich, wird es einfach toll aussehen und das Ganze wirkt wieder ganz anders. Zu den klassisch sportiven Hemdblusenkleider passen natürlich dann Sneaker, sommerliche Sandalen mit Korkabsätzen, Keilabsatz, ganz flach oder Pumps. Na, oder auch Mules. Also es gibt so viele verschiedene Varianten, die man dazu kombinieren kann. Auch im Winter natürlich. Hast du so ein Kleid? Dann, wenn noch nicht, dann gib mal den Begriff Hemdblusenkleid in den Browser ein und du findest jede Menge Möglichkeiten aus unterschiedlichem Material, mit kurzen und mit langen Ärmeln. Und das eigentlich zu jeder Jahreszeit. Kleider Variante 2. Mit Farbverläufen. Hier laufen die Farben sanft ineinander über und grenzen sich nicht so stark wie bei einem richtigen Muster ab. Und trotz allem bringen diese Farbverläufe hier auch wieder ein bisschen Spannung in das Ganze rein. Moni, die kombiniert ihr Kleid mit einer kurzen Jacke ganz gerne oder auch mit Jeansjacke. Also es gibt so viele verschiedene mögliche, auch Strickjacken wären natürlich möglich, so kleine, kurze, die dazu auch gut passen würden. Klar, und auch zu so einem Kleid funktionieren wieder sportive Sneaker, zumal jetzt, wo sie Trend sind, aber auch Sandalen in verschiedenen Ausführungen, Flipflops und auch vielleicht je nach Typ Frau Ballerinas. Vielleicht denkst du, dass diese Art von Kleid nur bei sehr schlanken Frauen geht. Nein, es geht auch bei größeren Größen. Wichtig ist aber dabei vor allen Dingen, dass die Falten an den kräftigsten Stellen nicht so auseinandergezogen werden, weil dann schaut man da natürlich genau hin. Die sollten also wirklich gut und umspielend sozusagen fallen. Und die Katja, die betont dann eben mit so einem ganz schmalen Bindegürtel die Taille ganz subtil. Also wenn es jetzt ein enger, breiter Gürtel wäre, wäre das sehr kontraproduktiv, weil es eindrücken würde und der Bauch natürlich dadurch in den Vordergrund gerückt würde. Klasse sind auch Kleider wie hier bei diesem Beispiel von Katja in zwei Lagen. Das heißt, der innere ist kürzer und man sieht dann den schlankeren Bereich vom Knie und der etwas längere deckt so etwas ab. Gerade wenn man bei Tageslicht draußen ist, kann man das Bein sehr schön von der Form sehen, aber man sieht den Rest nicht. Das ist für all die interessant, die ihre Beine nicht so gerne zeigen möchten. Für mich sind diese Art von Kleider übrigens gar nichts. Sie sind irgendwie zu weich und zu wolkig. Ist nicht so ganz mein Ding. Aber die dritte Variante, und das ist auch etwas Ähnliches, was ich jetzt gerade anhabe, mehr oder weniger einfarbig, aber mit farbigen Details. Ich habe das hier im Seitenbereich oder hier im Ärmel, aber bei Birgit zum Beispiel, siehst du, sieht das total toll aus. Diese Strickvariante, die sie trägt, ist tatsächlich aber jetzt nur was für schlanke Frauen, da sich das sehr an den Körper anlegt und auch abmalt. Wenn du jetzt genau hinschaust, dann siehst du von vorne gesehen, dass der Mittelbereich ein bisschen breit ist und schon sehr nah an der Brust sitzt. Das macht aber gar nichts, weil die Birke trägt da diese große Kette und lenkt den Blick sofort woanders hin. Also das Styling von solchen Kleidern ist halt oft auch nochmal wichtig und das sollte man im Hinterkopf behalten.
Von hinten ist das Streifen sehr perfekt und da verschlankt natürlich auch von hinten die Taille und sie wirkt dadurch natürlich etwas kurviger. Die Korksandale passt auch perfekt, aber sie kann es auch mit dem sportiveren Sportschuh super kombinieren. Die Rocklänge ist eigentlich zu lang, aber letztendlich wäre es schade, das Kleid zu kürzen, weil dann hätte man ja diesen schönen farbigen Streifen nicht mehr sichtbar. Das muss man abwägen. Die Birgit hat wirklich so schlanke Beine, dass es nicht so dramatisch ist, wenn da mal der breiteste Punkt des Beines betont wird. Da ist einfach das Gesamtoutfit mit dem Kleid und den Streifen einfach die bessere Variante. Und toll ist natürlich auch, wenn farbliche Aspekte sind, dass man das eben auch dann in der Jacke oder so etwas aufnehmen kann. Und schon hat man wieder eine tolle Kombination. Bei dieser Art von Kleid bin ich halt auch wieder mit im Boot sozusagen, weil es ja einfach ruhiger ist und dann eben mit klaren Farbkontrasten arbeitet. Bei dem Material bin ich allerdings raus, ja. Aber bei dem glatten Material, was ich jetzt hier zum Beispiel habe, hat das einfach eine verschlankende Wirkung und ich würde auch zum Beispiel auf die Mittelbetonung lieber verzichten, weil das betont andere Dinge, die jetzt nicht so im Vordergrund stehen müssen. Hast du denn auch für dich schon einen Favoriten von den dreien hier entdeckt? Schreib doch mal, was dir am besten gefallen hat oder was du vielleicht auch schon hast, welche der drei Varianten. Und es gibt noch einen vierten und letzten Teil für diesen Sommer und das geht dann mit zeitlos dunkleren Tönen in den Herbst. Da hat nämlich meine Kollegin bei unserem Netzwerktreffen richtig schöne Beispiele dabei und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Erstmal viel Spaß noch mit den Sommerkleidern, ja, und dann sehen wir uns bald wieder.